ho, YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews von mir. Diesmal dabei habe ich das Comic Luke Cage, ein Mann räumt auf, und es ist auch das erste Luke Cage Comic, was ich so besitze. Ich kannte Luke Cage schon seit Ewigkeiten, habe ihn aber nie als Charakter wahrgenommen, wo es sich wirklich lohnt, da mal einen Solo-Comic von zu lesen. Dann, seitdem ich wieder Comics sehe, das war dann im Jahr 2010, ist Luke Cage auch schon Mitglied der New Avengers. Dadurch, dass ich New Avengers schon seitdem lese, ist mir Luke Cage seitdem halt auch immer irgendwie ein Begriff gewesen, beziehungsweise ich hatte auch immer wieder Bock bekommen, von dem man vielleicht irgendwie ein Solo-Abenteuer zu lesen. Allerdings ist dann in Deutschland nichts erschienen, bis auf der 100% Marvel-Band, von denen jetzt endlich ein Reprint rausgekommen ist, mit einem etwas schönerem Cover. Und da stand für mich auch schon fest, dass ich das ganze Ding holen muss. Geschrieben ist das von Brian Azzarello und gezeichnet von Richard Corben. Brian Azzarello weiß man schon, da hat es echt drauf, so Stories zu schreiben, die auf Street-Niveau sind, beziehungsweise hat es drauf, Helden zu schreiben, die auf Street-Niveau kämpfen. Sei es jetzt ein Batman, der teilweise ein bisschen auf Street-Niveau kämpft, oder jetzt halt in dem Fall der Luke Cage. Brian Azzarello hat sich dazu entschieden, hier eine Geschichte zu schreiben, die halt in den Ghettos angesiedelt ist, wo es halt darum geht, dass Luke Cage sich im Namen von einer alten Frau, deren Tochter erschossen wurde, an einer Gang rächt. Beziehungsweise er versucht sich in die Gangs einzuschmuggeln und macht dann so ein kleines Doppelspiel, und zwei rivalisierende Gangs in den Ghettos halt gegeneinander auszuspielen. Viel mehr Story wird schon gar nicht erzählt, abgesehen von noch ein, zwei Ausflügen, wo man so einen kleinen Rückblick bekommt auf die Knastzeit von ihm, und viel mehr muss darin noch gar nicht erzählt werden, weil die Autoren kriegen es sehr gut hin, hier eine glaubwürdige Geschichte zu erzählen, und man fragt sich die ganze Zeit, wie Luke Cage jetzt weiter vorgeht, weil er eine sehr eigene Art hat vorzugehen und das Ganze halt ziemlich arrogant macht, aber mit dem ganzen Tour bei den Gangsterbossen erstaunlicherweise sogar durchkommt, was halt daran liegt, dass er sich halt auskennt. Das ist halt sein Metier, und mir hat es echt sehr gut gefallen. Die Zeichnung, die Richard Corbin hier zugeliefert hat, haben vielen von euch nicht gefallen, wie ich den Kommentaren meines letzten Lesestapels entnehmen konnte. Ich kann es gar nicht verstehen, weil ich fand die Zeichnung wirklich von der ersten bis zur letzten Seite sehr schön, sehr stilecht, und die haben die Atmosphäre der Geschichte für mich perfekt transportiert. Dazu muss man sagen, dass die ganzen Zeichnungen mich sehr an Hip-Hop-Alben, die ich im Regal stehen habe, erinnert haben, weil wenn man sich mal die Zeichnungen dieser Cover, Figuren hier anguckt, und sich danach mal ein paar Hip-Hop-Alben anguckt, die Cover davon, da weiß man, warum es mir so gefallen hat, weil der Zeichenstil von ein paar meiner Lieblingsscheiben mich halt extremst an das Comic hier erinnern. Dann nehmen wir mal dieses Album von den Clips, was ein sehr cooles Cover hat, oder von Snoop Dogg's The Last Meal, was ungefähr zeitgleich mit Luke Cage am Mangold auf erschienen ist. An die beiden Cover habe ich mich halt direkt erinnert gefühlt. Oder an eins der ersten Hip-Hop-Alben überhaupt hat mich das auch direkt erinnert. Und zwar von Afrika Bambaataa, das Album hier, wo der Zeichenstil halt auch fast genauso aussieht wie bei Luke Cage. Und das fand ich halt sehr cool, dass sich Marvel für eine Geschichte, die in einem Ghetto spielt, mit einem Helden auf absolutem Street-Level, einen Zeichner zu nehmen, der so zeichnet, wie es halt die Zeichner der Platten aus den 80ern und 90ern getan haben. Fand ich sehr cool. Da wir jetzt schon mal bei den Thema Schallplatten sind, wollte ich noch eine andere Platte, die zwar nichts mit Luke Cage zu tun hat, aber auch in den Marvel-Kosmos reinpasst. Und zwar habe ich hier die Platte MF Doom. MF Doom, der sich sehr offensichtlich nach Dr. Doom benannt hat, hat für seine erste Solo-Platte dann auch noch direkt ein Cover mit Dr. Doom draufgenommen, wurde daraufhin von Marvel verklagt, deswegen die Platte direkt vom Markt genommen wurde. Was heißt nicht direkt, so ein, zwei Jahre später war es dann. Und die Platte geht deswegen jetzt für horrende Preise auf eBay weg. Das letzte Mal habe ich vor 4-5 Jahren geguckt, da ging die so für circa 200-300 Euro weg. Ich denke, das wird bis jetzt bestimmt ein bisschen mehr geworden sein. Und wenn ihr die Platte mal irgendwo seht, schlagt direkt zu, eins der besten Hip-Hop-Alben überhaupt, mit einem saucoolen Dr. Doom-Cover. So viel zu dem Thema. Ich wollte euch nur mal kurz sagen, warum mir die Zeichnungen so gut gefallen haben. Ihr seht, ich bin eh so sehr Hip-Hop-affin, und wenn ich dann einen Comic in der Hand habe, was so bezeichnet ist wie welche meiner Lieblingsplatten, hat das Comic halt schon direkt gewonnen. Dazu eine Geschichte, die ich sehr cool fand. Sie war vielleicht ein bisschen vorhersehbar, allerdings braucht es auch nicht viele Wendungen, weil ich genauso eine Geschichte für Luke Cage perfekt finde. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Comics in diesem Stil, beziehungsweise mehr Luke Cage Comics in diesem Stil rauskommen würden. Würde mich echt mega freuen. Das war's von mir. Ihr habt es wahrscheinlich schon rausgehört. Für mich das Comic definitiv eine 5 von 5. Brian Azzarello hätte da in der Story nichts besser machen können, meiner Meinung nach. Und Richard Corbin war der perfekte Zeichner, die Marvel für diese Geschichte ausgewählt hat. Das war's von mir. Bitte eure Meinung zu Luke Cage in die Kommentare rein, ob ihr das auch so extremst abgefeiert habt, das Comic wie ich. Und was mich auch sehr interessieren würde, ob ihr auch vielleicht auch die Platte von MF Doom Regal stehen habt. Das war's. War das in die Kommentare. Guckt auf Facebook und Instagram vorbei. Würde mich sehr darüber freuen. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da. Yeah.